Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu unserer diesjährigen Netzregeltagung, wieder in Kooperation mit der Bitkom. Das Thema diesmal Digital Everything, wie digital wird unsere Zukunft. Wir werden versuchen, in verschiedenen ausgewählten Politikfeldern, Entwicklungen, Technikfeldern, Entwicklungen zu diskutieren und auch nicht nur zu diskutieren, was wird denn in 10 Jahren sein, sondern wir werden auch versuchen, einmal zurückzuschauen, wie haben wir in den letzten 25 Jahren über das Internet diskutiert, über die technischen, gesellschaftlichen Folgen und was können wir aus unseren bisherigen Diskussionen lernen für unsere neuen Blicke in die nächsten Kristallkugeln, auf denen draufsteht, wie wird das Internet in 10 Jahren sein. Das soll das Thema, das sollen die Themen unserer Tagung sein, eine Suchbewegung, die nicht nur in Blick nimmt, was an neuen Tools in den nächsten Jahren auf uns zukommen werden. Ich möchte mich im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung für die Kooperation mit der Bitkom bedanken, vor allen Dingen bei meinem Kollegen von der Bitkom, mit dem ich die Tagung zusammen vorbereitet habe, Tobias Heyer. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, Joachim Bühler, Mitglied der Geschäftsleitung Politik und Wirtschaft der Bitkom, dass Sie zusammen mit der Böll-Stiftung den Rahmen hergestellt haben, dass wir jetzt zum 6. Mal zusammenkommen und eine Tagung machen, die so zwischen Politik, NGO, Wirtschaft einfach versucht, Debatten gemeinsam zu führen und nicht nur nacheinander. Bedanken möchte ich mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die für die Technik, für das Tagungsbüro, für die Organisation zuständig sind und bei unseren ersten beiden Gästen, die zusammen die Keynote bestreiten werden, zum einen bei Christopher Köhnen und zum anderen, weil sie niemand vorstellen wird, Sandra Mamic. Vielen Dank, dass du die Moderation übernehmen wirst, Sandra Mamic. Kennen einige von Ihnen sicherlich, nehme ich an, wer regelmäßig die Republika besucht. Dort ist Sandra als Organisatorin, Kuratorin, aber auch als Moderatorin, als Expertin tätig. Wir werden nach einer Begrüßung durch Joachim Bühler von der Bitkom dann sofort einsteigen in die Keynote und dann nach der Keynote auch gleich einen fliegenden Wechsel vornehmen zu den ersten Panels. Das Panel 1, Digitale Demokratie 2025, wird hier im Saal stattfinden und unser Panel Altes Europa 2025 im Raum, im kleinen Saal, einfach aus der Tür raus geradezu. Dort wird das zweite Panel stattfinden. Falls die Plätze dort nicht reichen sollten, werden wir dieses Panel dann auf die Treppe übertragen, je nachdem, wie viele Leute Interesse daran haben, die Referentinnen und Referenten des Tages zu sehen. Nochmal herzlich willkommen. Eine gute, interessante Zeit hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Bitte schön, Joachim Bühler. Ja, lieber Michael Schonjenko, Frau Mamic, Herr Köhn, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Willkommen auch von meiner Seite im Namen des Bitkom. Ich freue mich, dass wir die 6. Veranstaltung Netzregeln heute am 26.11. hier in Berlin durchführen. 26.11. ein historischer Tag. Vor 70 Jahren wurde Pippi Langstrumpf geboren. 70 Jahre, damals gab es das Internet noch nicht, wir schauen ja 25 Jahre zurück, vor 70 Jahren war an das Internet noch nicht zu denken, aber, und die Brücke zu Pippi Langstrumpf, mal sehen, ob sie mir gelingt, ich versuche es einfach mal. Es ist damals natürlich ein bisschen komisch, ein Mädchen, was alleine wohnt, mit einem Pferd im Haus, mit einem Äffchen, was die ganze Zeit der beste Freund und der ständige Begleiter ist und das ist das Besondere ja an Pippi Langstrumpf, was auch in der Gesellschaft so ein Stück weit aus dem Rahmen fällt. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, aber die anderen Kinder, mit denen Pippi spielt, müssen bei ihren Eltern immer mehr oder weniger Überzeugungsarbeit leisten, dass man auch zu Pippi Langstrumpf gehen darf, weil die Pippi, die ist ja ein bisschen verrückt mit diesem Pferd und mit diesem Haus. Und ein bisschen verrückt, das hätte man auch denken können, wenn man sich die Entwicklung des Internets anschaut. Wer hätte denn gedacht vor 25 Jahren, dass wir heute unsere
körperliche Haltung von vielleicht einem aufrechten Gang hin zu einem etwas schrägen Gang mit dem Blick auf das Smartphone entwickeln. Wer hätte denn gedacht, dass Arbeiten nicht mehr ein Ort ist, an dem Arbeit stattfindet, sondern zunehmend zu einer Aktivität wird? Wer hätte denn gedacht, dass wir kommunizieren in einer ganz anderen Art und Weise? Und hätte ich meinen Eltern erzählt, dass nicht mehr das Telefonieren die Art und Weise ist, wie wir in Zukunft kommunizieren werden, sondern wieder schreiben werden, dann hätten sich die wahrscheinlich sehr gefreut, denn damals war das große Thema: Mensch Junge, warum schreibst du denn keine Briefe mehr? Also die Veränderung, die wir in den letzten 25 Jahren erlebt haben, ist gigantisch, und das ist natürlich auch in unserer eigenen Geschichte des Bitkoms. Wir sind ein Verband, der wurde mal vor 16 Jahren gegründet. Wir sind in der Verbändelandschaft noch so eine Art Startup, wenn man sich das mit der Automobilindustrie oder mit dem Maschinenbau vergleicht, wo, wenn Sie da in die Ahnengalerie schauen, dann noch Leute mit Bickelhaupt und so einem Bärtchen im Keller hängen, sind wir noch eine relativ junge Branche. Aber damals waren wir ganz besonders stolz und ganz besonders groß, vor allen Dingen, weil wir eine Kommunikationstechnik in Deutschland hatten, die mal 200.000 Beschäftigte hatte. 200.000 Beschäftigte im Bereich Kommunikationstechnologie. Sie erinnern sich, Siemens hat mal Telefone gebaut, die waren mit Weltmarktführer. Wir hatten mal Siemens Nixdorfs Computer hier, wir waren also mal ganz vorne mit dabei, was diese Kommunikationstechnologien anging. Heute, 16 Jahre später, nach der Digitalisierung dieser Kommunikationstechnologiebranche, nach der Erfindung des Smartphones, sind von diesen 200.000 Arbeitsplätzen gerade mal 20.000 übrig geblieben. Also 90% weniger Arbeitsplätze und eine Veränderung, die rasanter kaum hätte sein können. Und damit sind wir im Grunde genommen auch schon beim Thema, und deswegen freue ich mich, dass wir heute diese Veranstaltung haben. Die digitale Transformation, etwas, was beim IT-Gipfel, was gestern bei der DigiCon, was in den letzten Debatten natürlich sehr, sehr stark wirtschaftlich diskutiert wird, ist aber vor allen Dingen eine Frage der Teilhabe und eine Frage der, wie kriegen wir eigentlich eine gesellschaftliche Entwicklung, wie kriegen wir auch eine Mitnahme dieser Gesellschaft organisiert bei diesen rasanten technologischen Veränderungen. Und deswegen freue ich mich, dass wir nicht nur als Wirtschaftsverband, wo wir ja in der Regel mit unseren Mitgliedsunternehmen oder mit anderen Wirtschaftsverbänden darüber streiten, wie dann die beste Wirtschaftspolitik aussehen soll, sondern wir glauben, wir haben auch eine gewisse Verantwortung für das, was diese Technologien hier auslösen. Und deswegen ist uns der Dialog, deswegen ist uns das Gespräch mit einer Zivilgesellschaft, mit NGOs wichtig. Und deswegen machen wir diese, unter anderem diese Veranstaltung hier. Und ich freue mich, dass das auch auf eine gewisse Gegenliebe, wenn ich das so sagen darf, stößt. Und wir diese Veranstaltung nun eben nicht eine Eintagsfliege ist, sondern eine feste Institution geworden ist. Meine Damen und Herren, ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bedanken für die Organisatoren. Das ist ein Jahr Arbeit. Das sieht man in der Regel ja nur die Spitze des Eisberges, diese Veranstaltung hier. Aber das ist eine ganze Menge Schweiß, eine ganze Menge Herzensblut, die hier reinfließt. Man sieht es auch. Wir haben einen Teilnehmer-Anmelderekord. Das freut mich sehr. Das heißt, die Veranstaltung gerät nicht in eine verstaubte Ecke, sondern hat mehr Aktualität denn je. Ich darf ganz herzliches Dankeschön sagen an das Team der Heinrich-Böll-Stiftung, Michael Schonjenko, für diese Gastfreundschaft hier, an die Kolleginnen und Kollegen von der Technik, an diejenigen, die dieses inhaltliche Programm ausgearbeitet hat, und an all denjenigen Referentinnen und Referenten, die diesen Tag zu einem besonderen Konferenztag machen und die uns vielleicht und hoffentlich neue Erkenntnisse und weiterführende Diskurse ermöglichen. Ganz herzlichen Dank von meiner Seite. Aus unserer Sicht würde ich mich freuen, wenn wir im nächsten Jahr vielleicht nicht am 26. November, sondern vielleicht auch an einem anderen Tag zu einem anderen schönen Jubiläum mit Pippi Langstrumpf oder anderen wieder diese Netzregelkonferenz veranstalten. Ganz herzlichen Dank.